Einen wunderschönen guten Morgen aus diesem wunderschönen Mahmoudla. Ja, ich bin heute drinnen. Leute, seit boah, 2, 3 Tagen ist wirklich Bullenhitze draußen. Ich habe sogar die Klima an. Mein Grund jetzt, um dieses Video zu machen, erstmal hetzt jeder über die Türkei. Leute, müsst ihr machen, müsst ihr wirklich machen. Da kann man nichts sagen. Wer nicht hören will, muss fühlen. Jetzt aber mal kurz. Ich habe ja meinen Kanal umbenannt. Katjas Information. Gestern Thema. Überall war. Okay, ich habe hier in Mahmoudla nichts gemerkt. Muss ich ehrlich sagen. Hier, ich hier in Mahmoudla oder wir hier in Mahmoudla. Ich habe extra rumgefragt. Wir haben nichts davon gemerkt. Die ganzen Kassen gingen noch hier an den Geschäften und. Ich habe nur gehört, Edeka soll viel. Also viele Filialen sollten wohl nicht funktioniert haben. OPs ging nicht mehr, wo ich sage, das verstehe ich nicht. Man hat ja schon operiert vor dieser digitalen Welt, nenne ich es jetzt mal. Vielleicht ist es doch ganz gut, wenn, aber das war schon mal nicht so extrem. Da ist aber der Computer damals beim Arzt ausgefallen und die konnten gar nichts mehr. Man sollte sich seine Patienten doch schon merken können, denke ich mal. Ne? Man muss ja auch so vorsichtig sein. Man möchte oder man sollte an eine Niere operiert werden und dann wird man doch an eine Leber operiert. Ist schon passiert, obwohl nichts irgendwie hier kaputt gegangen ist. So, anderes Thema. Ich habe heute früh gelesen, ich finde es ja immer mehr Länder, ich mache diesen Link unten rein. Immer mehr Länder geben Reisewarnung für Deutschland raus. Ich finde es ja wirklich ein bisschen, ist Ironie. Nein, ich finde es nicht lustig, bloß keiner will es richtig wahrhaben, keiner will es richtig sehen. Finde ich traurig. Jetzt, worüber ich aber wirklich geschockt war, weil ich habe jetzt mit allen gerechnet. Ja, sagen wir mal, von Israel bis Amerika, bis Italien, bis Spanien, dass die sagen, ey Leute, seid vorsichtig, wenn ihr nach Deutschland reist. Aber wisst ihr, Japan. Ich hab heute Morgen wirklich Japan. Ich sag, hä, wieso Japan? Warum gibt Japan Reisewarnung für ein Bundesland? Ein Bundesland steht hier wirklich. Japan gibt Reisewarnung für deutsches Bundesland aus. Sag ich, warum? Was ist denn da passiert? Was habe ich wieder verpasst? Man liest ja nichts. Es darf ja. Pressefreiheit ist ja irgendwie nicht gegeben. Da wurde ja auch da. Komm, reden wir gar nicht drüber. Super Pressefreiheit in Deutschland und. Ne? Jeder darf alles schreiben. Jedenfalls habe ich darüber noch nichts gelesen. Noch nicht mal in den anderen Chats, wo ich so bin. Komisch. Japan hat einen Sicherheitshinweis für Nordrhein-Westfalen veröffentlicht. Hintergrund, jetzt Leute, haltet euch fest. Das hätte ich wirklich. Ich habe ja wirklich viel erwartet, ne? Aber das habe ich jetzt nicht erwartet. Ihr Hintergrund ist der Drogenkrieg. Hä, dachte ich, die Mokromafia. Jetzt schreibt mir mal bitte unten in den Kommentaren, wer hat davon schon gehört, von irgendeinem Mafiakrieg, Drogenkrieg in Deutschland? Also ich eigentlich noch nicht. Wer von euch hatte das schon gehört? Weil hier stand, also hier steht, ich tue euch, ich tue tu nur das Auto, ich mache euch den Link unten rein. Das japanische Außenministerium hat einen Sicherheitshinweis, wartet mal eben, ich habe, für Nordrhein-Westfalen herausgegeben. Grund dafür sind mehrere, deswegen wundert mich das, Explosionen und Sprengstoffanschläge in verschiedenen Städten des Bundeslandes, also von Nordrhein-Westfalen. Wer hat davon gehört? Warum habe ich davon nichts gehört? Komisch. Ich meine, die Kinder hätten es mir schon erzählt. Ich meine, wir wohnen zwar nicht, also die wohnen nicht dort, aber trotzdem. Diese Vorfälle stehen vermutlich im Kontext mit einem Drogenkrieg, der von der niederländischen Mokromafia geführt wird. In den vergangenen Wochen gab es wiederholt Bombenanschläge in Nordrhein-Westfalen, darunter auch Duisburg und Düsseldorf. Für Aufsehen sorgte zudem eine Geiselnahme am 5. Juli in Köln. Da wurden wohl 2 Personen gefoltert. Jetzt mal ehrlich, habt ihr davon gelesen? Oder in der, okay,
ich habe, okay, doch, vor 3 Tagen habe ich Fernsehen geguckt, Bad Boys, da kam ein neuer Film raus, den habe ich geguckt, weil arg heiß war. Ich hatte keine Lust rauszugehen. Beke war kaputt von der Arbeit, von der Hitze, der ist eingeschlafen und ich sage, was mache ich denn? Und dann hatte ich mir einen Film angemacht. Auf jeden Fall, wer von euch hat darüber gehört? Ich bin ja so alle 2, 3 Tage mal in T-Online. Oder auch in TikTok habe ich davon nichts gehört. In hier sagt schon Insta auch nicht. Ist schon komisch, oder? Finde ich beunruhigend. Dann zu der. Oh, das fand ich lustig. Leute, fand ich wirklich lustig. Also, das fand ich wirklich lustig. Dieses Wolfszeichen kam mir schon die ganze Zeit bekannt vor. Ich sage, wo habe ich das gesehen? Wo habe ich das gesehen? Leute, ich war wirklich am Überlegen, wo ich dieses Zeichen schon mal gesehen habe. Nicht erst jetzt hier in der Türkei, vorher schon. Wisst ihr was? Und das wird jetzt in Bremen verboten. Es wird immer lächerlicher. Also Leute, es wird wirklich lächerlich. Der Schweigefuchs, kennt ihr den aus der Schule? Den muss doch jeder noch kennen. Also jeder, der in eine Schule gegangen ist, beziehungsweise der noch kleine Kinder in eine Schule hat, Grundschule meist. Den Schweigefuchs, der sieht genauso aus. Und da sage ich, stimmt. Sag ich, wer hat uns denn da unterrichtet? Jetzt kommt bestimmt wieder so ein paar Kommentare. Oh Katja, deine Videos sind immer so schön gewesen, aber jetzt diese Ironie. Ja, Leute, weil ihr einfach nicht die Augen aufmacht, ihr wollt es einfach nicht sehen. Der Döner soll geändert werden. Der Schweigefuchs ist auf einmal irgend so ein ganz böses Zeichen. Ja. Versteht ihr, was ich meine? Warum will man jetzt den Döner ändern? Da verstehe ich überhaupt nicht. Was ist da los? Und überall, nirgends, ich habe alles durchsucht, außer TRT, keiner berichtet mehr über das, was da abgeht in Gaza. Wie kommt das? Über jeden Mist wird berichtet. Über Frankreich, über Ukraine, über. Aber da nicht mehr. Soll das vielleicht in Vergessenheit geraten, dass einfach mal gar nicht mehr berichtet wird? Aber viele, es tut mir wirklich leid, viele machen einfach die Augen zu. Ja, Leute, macht doch mal auf und lest doch mal ein bisschen. Jetzt mit diesen hier Reisewarnungen. Es war vorher USA und Kanada ausgehöhlt, nur wegen der EM. Ja, dann wurde geschimpft, dass die ganzen Türken da bei der EM auf die Straße gegangen ist. Ne? Ja, mitgefahren. Aber dass die Niederländer dieselbe Scheiße gemacht haben, dass alles orange war, da redet kein Mensch drüber. Muss ich das verstehen? Und jeder, ist euch das mal aufgefallen? Hauptsache vom Thema abgelenkt. Na, es ist immer die Türkei. Es ist wirklich, erst waren es die ganzen Hunde, hat nicht so gefrüchtet. Jetzt ist es, dass alles überteuert ist und. Jetzt apropos überteuert. Oh Gott, jetzt ist schon über 8 Minuten. Das, was da in Antalya zum Beispiel passiert ist, soll ich euch mal sagen? Das Mädel, ne? Das Mädel ist richtig schlau, denn die hat es richtig gemacht. Die hat es nicht gemacht wie andere. Und komm, wir setzen mal ein Insta, komm, wir setzen mal ein TikTok, komm, wir setzen mal ein YouTube und Abzocke und reißt nicht und boykottieren und. Da wären die Stimmen groß. Die ist hin, hat es zur Anzeige gebracht. Die sind hin, wiederum, haben ihr Geld wieder geholt. Sie musste dann nur diesen Granatapfelsaft bezahlen. Und der Saftladen, so wie es ist, ein Saftladen, wurde geschlossen. Die hat nicht mi, 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 mi. Kennt ihr die Minions? Die machen immer nur mi, 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 mi. Ja. Mach das doch so. Sag, jetzt wird es vielleicht noch ein oder zwei ausprobieren, aber dann nicht mehr, wenn die Läden geschlossen werden. Macht's doch einfach schlau. Und überleg doch mal, da hinten passieren wirklich schlimme Dinge. Darüber redet keiner, aber Hauptsache Türkei boykottieren und der Biden ist sowieso schon, das hat doch jeder schon gesehen, der hat Leute begrüßt, wo gar nicht da waren. Über so einen Mist wird berichtet, der hätte sowieso, der hat seinen Finger auf den Knopf, ne, nur mal so erwähnt. So, ist schon fast 10 Minuten. Ich mache jetzt Schluss für heute, lasst euch das mal so durch den Kopf gehen und euch allen viel Spaß und morgen ist Strandtag.
Bis denn, eure Katja. Ciao, ciao.